Moin Moin Freunde der römischen Tanzkunst und mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind mal wieder in Schweden angelangt beim Hersteller Outmeals. Hier habe ich euch schon mal was vorgestellt, nämlich die Wet-Variante des Ganzen. Jetzt haben wir hier die Try-Variante, die ich euch nämlich irgendwo noch ein bisschen schuldig bin. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass das letzte Mal qualitativ extrem hochwertig gewesen ist. Deswegen erwarte ich hier natürlich eine ganze Menge. Ich muss auch sagen, die Pakete sind nicht ganz günstig, wenn man sie mal ranbekommt. Und jetzt kommt die Besonderheit noch dazu, dass diese Try-Variante deutlich seltener wie die Wet-Variante ist. Meines Wissens gibt es 24 verschiedene. Ich kenne nicht alle auswendig. Ich weiß nur eins, das ist die einzigste, die ich zumindest gesehen habe, dass es die als Try-Variante gibt. Wer es genau weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ist ein ziviler Hersteller aus Schweden. Das sehen wir hier oben auch an dem ja, kleinen gelben Bändchen hier mit der schwedischen Flagge. Das Ganze, hier sehen wir es auch an der Schneeflocke, soll als Winterration gedacht sein, beziehungsweise als arktische Ration. 4800 Kalorien soll das Ganze haben und eine Tagesdosis darstellen. Ja, ich hatte in einem Video schon mal vorgestellt, dass wohl die slowakische Armee das mitnutzt. Ob dem das wirklich so ist, bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher. Wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Mir ist es damals so verkauft worden und es kann natürlich durchaus sein, dass die das als Zwischenprodukt oder vielleicht auch für sich für ihre ja, MAE-Zwecke genutzt haben. Ich erinnere daran an die Bundeswehr, die hat zwischendrin auch Rationen aus Spanien bezogen. Von daher, warum soll das nicht so sein? Interessant finde ich immer, hier haben wir noch ein paar Sprüche hinten drauf. Wer will, kann die sich hier gerne durchlesen, einführen, das Bild, wie auch immer. Wir haben ein Maßband an der Seite. Das Ganze ist in einer Plastikfolie eingeschweißt, die allerdings hier oben einen Zippo hat. Das heißt, wir können es auch wieder verschließen. Finde ich schon mal praktisch. Von der Stabilität her sage ich mir, es ist, sagen wir mal mit, es ist nicht dick und auch nicht dünn. Ich hatte schon deutlich dickere Folien. Ich hatte allerdings auch schon ja, Folien, wo ich gesagt habe, naja, ob das für militärische Zwecke geeignet ist. Lassen wir mal dahingestellt sein. Ich bin hier sehr gespannt, weil ich einfach wahnsinnig viel erwarte. Qualitativ war es, wie gesagt, das letzte Mal sehr, sehr hochwertig. Machen wir das Ganze mal auf. Ja, ein Soldat soll am Tag so 3.000 bis 4.000 Kalorien zu sich nehmen. Hier haben wir 4.800, das passt schon mal. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Outdoor-Hersteller. Von daher, wenn ich jetzt eine größere Tour irgendwo mache, in den Alpen oder wo auch immer, würde das natürlich auch dicke reichen, selbst wenn ich dort irgendwo alpin wandern gehe. So, machen wir das Ganze mal auf. Nehmen das Stück für Stück raus. So, fangen wir mal hier oben an. Ja, jetzt haben wir hier die Hauptmahlzeiten, beziehungsweise das wird Frühstück sein, weil das ist ein Hafermüsli. Genau, mit Schokolade und Banane. Übersetzer habe ich natürlich parat mit, aber ich denke mal, Englisch kriegen wir zusammen hin hier. So, Plaband hatte ich schon mal in dem anderen schwedischen Paket und ich glaube auch in dem finnischen. So, also Hafermüsli mit Schokolade und Banane. Dann haben wir hier, das ist im Prinzip eine Pilzsuppe. Creamy Stew, cremischer Eintopf mit Pilzen. Okay, auf dem Plaband. Dann haben wir hier ein Tütchen wieder, die hebe ich mir mit auf. Die kommt mit in meine Küchenzeile. Zack. Dann haben wir hier ein Schokoladenmüsli, noch eins. Okay, es hat auf alle Fälle hier schon mal irgendwie Feuchtigkeit oder irgendwas gezogen. Da müssen wir dann mal schauen. Dann haben wir hier Kleinigkeitenpaket. Oh, das ist gut. So eine kleine Zippo-Tüte brauche ich nämlich gerade für ein Spiel. Als ob ich es geahnt hätte, können wir die gleich nutzen heute. Kann ich das hier verpacken? So. Fliegt nichts weg. So, hier haben wir drei Desinfektionstücheln. Eins probiere ich heute wieder mit aus. Auch wenn sie mir schon bekannt vorkommen. Dann das waren Kaugummis mit süßer Minze als Geschmack. Haben wir auch dreimal, brauchen wir nicht. So, dann haben wir Kaffee. Den probieren wir heute. Kurz mit dem Schein. Achso, genau, kolumbianischer Kaffee ist das. Und gefriergetrocknet. So, dann, das war so eine, nicht Zensalseide, Zahnseide, sondern so eine, ja, wir machen es mal auf, das ist wie eine Art Zahnseide, aber ein bisschen anders. So, nochmal Kaffee, legen wir beiseite. Dann haben wir hier einen Göffel. Richtig, weil Löffel und Gabel in einem. Schön stabil. Werden wir heute vielleicht gleich mit nutzen. Oder ich nehme mal mit raus, mal schauen. Dann haben wir hier Taschentücher von der Frida. Nestuk. Kenne ich noch gar nicht.
kommen mit in mein Lager, würde ich schon sagen, mit in meine Ablage hier. Auch das scheint irgendwie Feuchtigkeit gezogen zu haben. Das haben wir hier nochmal. Pasta mit Käse und Gemüse. Okay, von Orifo. Also hier haben wir zwei verschiedene Firmen schon mit drin. Dann haben wir hier Schokoladenkuchen. Das erinnert mich an die Bundeswehr. Ich bilde mir ein, dass die ähnliche Kuchen bei sich auch drin hatten in dieser Plastikvariante, die es zwischendrin mal gab. Mhm. Da gab es, glaube ich, noch Vanillekuchen und... Oh Gott, ich will nicht lügen. Ich glaube Karamell oder so. So, das legen wir beiseite. Dann haben wir hier einen Erdbeermilchshake. Okay, den hatten wir auf alle Fälle noch nicht gehabt. Das ist neu für mich. Ist auf alle Fälle eine ganze Menge. Dann drei Getränke, würde ich schätzen. Genau, isotonisches Getränkepulver mit Orangengeschmack. Dann haben wir einmal mit Apfelgeschmack. Und mit Exotik. Warum jetzt hier die Schrift anders ist, keine Ahnung. So, einen Kakaotrink. Dann Erdnüsse mit Honiggeschmack. Das ist echt viel. Oh, hier klebt was fest. Das war die Nötcreme. Ja, die hatte ich im schwedischen Paketen schon öfters drin. Das ist im Prinzip ja eine ganze Haselnusscreme, aber extrem lecker. So. Deswegen haben wir auch schon wieder Kekse, die hole ich gleich mal. Haferkekse müssten das sein. Volles Getreide hier. Gut, vollkommen. Schauen wir dann mal. Oh ja, sowas liebe ich. Wer meine Videos verfolgt, der weiß das. Beef Jerky, hier mit Teriyaki-Geschmack. Ich bin gespannt. Hatten wir irgendwie schon mal drin gehabt, allerdings in einer anderen Verpackungsart. So, dann haben wir hier Thunfisch mit Zitrone und Pfeffer. So, und die Dinger gab es in der Bundeswehr auf alle Fälle auch. Da gibt es noch welche mit Mayonnaise, mit so einer Salatmayonnaise und eben diese mit Zitrone und Pfeffer. Die schmecken mir persönlich auch besser. So, dann haben wir eine Fruchtbar mit Ananas. Irgendwas schmiert hier. Dann haben wir eine Schoki. Das ist eine ganz normale dunkle Schokolade, 25 Gramm. Schauen wir uns dann nochmal an, kennen wir aber auch schon. Und eine Cerealienbar, also ein ja, jetzt fehlt mir gerade der Begriff. Ihr wisst, was ich meine. Mit salzigen Cashew. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier Bonbon. Da kann ich mich noch an die Bim-Bom, genau, kann ich mich daran erinnern. Die zwei Bonbons hier mit Orangengeschmack waren auch sehr, sehr lecker. Eins hebe ich mir für die Tage auf. Und dann haben wir hier nochmal zwei ein Desinfektionstüchel. Und jetzt wissen wir, was hier schmiert. Das ist nämlich eine zweite Schoki-Creme. Oha, original, und hier haben wir Jorgnöt. Da bin ich mal gespannt, wo da der Unterschied ist. Gut, gucken wir uns dann später mal an. So, das lege ich beiseite. Ich würde sagen, wir fangen mit den ersten Dingen schon mal an. Dann fangen wir gleich mal mit der Schoki-Creme an. Jetzt nehmen wir uns mal ein Tellerchen hier dazu. Also, es ist irre viel. Aber wir haben ja hier auch 4800 Kalorien. Von daher, jo. Und in der Arktis brauchen wir ein bisschen was, beziehungsweise im Winter. So, packen wir hier mal die Vollkornkekse aus. So sehen sie aus. Die kleine Ecke ist schon weggebrochen. Ich probiere es erstmal so. Oh ja, riechen auf alle Fälle schön getreidig. Sehr lecker. Okay. Es flog durch die Gegend. So, wir machen mal eins. Das ist so irre viel. Wir machen mal diese Creme hier auf. Das sehen wir schon, hier ist was aufgeplatzt. Es kann natürlich sein, dass die jetzt ja schon schlecht ist. Ich mache das mal vorsichtig. Die scheint ein bisschen heller zu sein. Wir können sie dann mal direkt vergleichen. Ich probiere die jetzt mal so. Sieht relativ hell aus. Ach, die ist stückig. Schmeckt aber noch gut. Nehmen wir mal die andere. Auf alle Fälle brauche ich dann schon so ein Tütelchen. Nee, farblich ist die jetzt nicht anders. Die wird wahrscheinlich einfach cremiger sein. Ich finde, die ist ein Stückchen süßer.
Und die ist dafür ein bisschen nussiger und hat Stückchen mit drin. So, wir stellen es mal beiseite. Aber sehr, sehr lecker. So, jetzt muss ich besser zwei Tesseln finden. Nehmen wir uns mal hier so ein Desinfektionstüchchen, weil hier klebt wirklich alles. Ja, natürlich gedrängt, wie es für ein Desinfektionstuch sein sollte auch. Ja, wie gesagt, die Rationen gibt es relativ selten. Ich habe jetzt lange gesucht, um das mal zu finden. War auch nicht ganz günstig. Aber ich stelle es euch gerne mit vor. So, legen wir das mal beiseite und schauen uns die Cerealien mal an. Die mit salzigen Cashewkernen sein soll. Okay, ich bin gespannt. So sieht das Ganze aus. Okay. Ja, biegt sich gerade in die Richtung, wie es gerade lustig ist. Riecht irgendwie nach Dattel. Also die salzige Nussnote kommt auf alle Fälle mit durch. Erinnert mich an diese, ja, salzigen Erdnüsse, sage ich mal, die man überall mittlerweile auch als Geschmack mit drin hat. Ist im Prinzip ähnlich. So, legen wir es beiseite. Schauen wir uns gleich noch die Fruchtbar an. Ach, hier klebt alles. Also ich werde noch so ein Tüchel benötigen hier. Oh. Jo, das hat keine Lust hier. Nehmen wir mal die andere Seite. Oder ein Scherchen. Das ist hier so ein Gewebshäppchen mit einem Messer. Na, komm raus. Jo, es soll mit Ananas sein. Okay, da haben wir so eine Struktur mit drin. Sieht ja interessant aus. Kommt das rüber? Ja, jetzt. Wie so ein Eisenlaubband. Wie man es im Prinzip auch in Schulterstücken hat. Geile Geschichte. Ananas, minimal, aber sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr lecker. Geile Sache. So, jetzt schauen wir uns mal den Thunfisch an. Und wenn ich den schon kenne, wie gesagt, den gab es in der Bundeswehr, mache ich mit dazu. War sehr, sehr lecker. Oh. So, nehmen wir es mal ein Stückchen raus hier. Jo, so sieht das Ganze aus. Ihr seid hier mit Zitrone und Pfeffer. Ja, riecht eigentlich ein Thunfisch. Sehr lecker. Ich muss auch sagen, der qualitativ ist der Thunfisch hier auch sehr hochwertig. Also wenn ich mir überlege, wenn man so Dosenthunfisch hat, ist meistens schlechter wie das. So, stellen wir das mal zur Seite. Kommen zu dem Beef Jerky. Das wird jetzt wahrscheinlich mein Liebling heute werden. Was allerdings nicht schwer ist. So, jetzt haben wir hier wieder so ein Teil zum Entfeuchten. Das sind schön große Stücken hier. Ihr seht schon. Dann wollen wir mal eins probieren. Oh ja, es riecht auf alle Fälle schon sehr, sehr würzig. Geiles Zeug. Ich liebe sowas. Teriyaki, finde ich, schmeckt man auch wirklich durch. Dass die Würzmischung hier passt. So, Schoki nehmen wir später. Jetzt schauen wir uns noch die Nüsse an. Hier werde ich mir mal ein kleines Schüsselchen nehmen. Falls es uns herausgepurzelt kommt. Ist auf alle Fälle krass, dass das vier gefriergetrocknete Mahlzeiten sind und so viele Kleinigkeiten. Irre. Ja, so sieht's aus. Hatte ich schon, gibt es auch ganz verschiedene Sorten davon. Kommt, glaube ich, aus Thailand. Genau, hier. Aus Thailand kommt das Ganze. So. Geil. Und sie mit einer Honig-Umwandlung. Jo.
So, da haben wir das. Tja, Getränke mache ich dann euch mal fertig. Das kürze ich ein bisschen ab, wenn wir jetzt hier eine ganze Menge dann benötigen. Den Kuchen schauen wir mal uns noch an. Dann nehmen wir uns mal hier ein Tellerchen dazu. So, Messer. So. Jups. Schokoladenkuchen. Also ich muss auch sagen, die Auswahl ist schon eine Feinschmeckergeschichte hier. So, nehmen wir uns mal hier ein Stückchen von dem Kuchen und schneiden das uns ab. Das sehen wir auch von innen. So sieht der Ganze aus. Ja, ein ganz normaler Rührkuchen hier mit Schokolade. Vanille gab es auf alle Fälle noch. Und ich glaube, wie gesagt, Karamell. Ist auch schön feucht noch. Geil. Coole Sache. So, stellen wir es beiseite. Jetzt habe ich doch wirklich den Kaffee vergessen. Den machen wir uns aber nachher noch gleich mit, da ich nämlich noch Wasser heiß machen muss. So, ich würde sagen, wir gucken uns die Hauptmahlzeiten mal an. Und ich mache sie dann euch fertig. Denn das frisst eine ganze Menge Zeit. Und ihr solltet nicht die ganze Zeit nur warten, bis das fertig wird. So, okay. Jetzt haben wir die cremigen Eintopf mit Pilzen. So sieht er im Zitzen Rohzustand aus. Ihr seht ja auch die Linien, die wir dann nutzen müssen. Haben wir von A bis J. Und je nachdem, welches Gemüse ist, die Linie wird dann mit genutzt. So, da haben wir eins. Dann haben wir hier diese Hafergeschichte. Die grauenvoll aufgeht. Okay, wir haben auf alle Fälle eine ganze Menge so Milchpulver mit drin. Da müssen wir schauen, ob das da noch gut ist. Auch hier wieder haben wir die Linien. Die sind individuell dann, welche wir nehmen müssen. So, dann hatten wir hier die Pasta mit Käse und Gemüse. Jo, so sieht's aus. Ja. Finde ich, sieht cool aus. Hier haben wir die Käsestückchen mit drin, Nudeln und Schokoladenmüsli. Auch wieder mit Milchpulver, muss ich ein bisschen aufpassen, ob das noch gut ist. Und hier sehen wir die ganze Menge Schokoladenstückchen mit drin. Das wird eine interessante Geschichte. Ich würde sagen, ich mache euch das mal alles fertig und dann sehen wir uns gleich wieder inklusive Getränke. Jo, so viel, dass es gar nicht alles auf die Kamera passt, aber naja, wir schieben es uns dann einfach zurecht. So viel ist es. So, beginnen wir mit dem Kaffee. Ja, gefriergetrocknet, wie gesagt, gewesen. Riecht relativ neutral. Relativ mild, schmeckt aber angenehm. So, stellen wir es mal beiseite. Kommen wir zu dem Kakao. Der hat eine relativ dunkle Farbe. Was mich hoffen lässt, dass er ziemlich hohen Kakaoanteil hat. Probieren wir mal. Oh ja, das ist schön schokoladig, lecker. Geniale Geschichte. So. Jetzt kommen wir zu den Getränken. Da haben wir hier Apfel, Exotik und Orange. Schauen wir uns den Apfel an. Ja, könnte auch Zitrone sein von der Farbe her. Oh ja, riecht aber schön apfelig. Apfelig? Schöner Begriff. Apfel schmeckt man durch. Hat aber irgendwie so eine leicht seifige Beinote. Ist jetzt aber nicht schlimm. Es geht noch. Haben wir schon schlimmere. So, nehmen wir die Orange. Oh ja, riecht man sofort durch. Die hat so ein bisschen mehligen Beigeschmack. Orange, ja, schmeckt man. Aber ich bin auch nicht so der Fan von diesen Energy Drinks. Das muss ich ganz klar sagen. So, dann haben wir noch die Exotik. Ja, riecht eindeutig nach Ananas. Könnte auch Ananas sein.
Ist auch so ein bisschen mehligen Beigeschmack, aber schmeckt am besten, finde ich, von den dreien. So viel dazu. Dann haben wir hier einen Erdbeermilchshake, der so langsam umgerührt sein sollte. Jo, so sieht er aus. Probieren wir. Er riecht nach Erdbeer, schmeckt nach Erdbeer. Geile Geschichte. Werde ich dann später austrinken, noch auslöffeln. So, ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Frühstücksgeschichten. Haben wir einmal jetzt hier diesen Haferbrei. Und der ist auch wirklich zu dem Brei geworden. Ziemlich fest. Ich sehe schon, ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Wasser nehmen müssen. Aber ich habe mich nach der Linie hier gerichtet und da haben wir jetzt hier die Linie F gehabt. Genau das habe ich auch gemacht. Naja, gut. So, probieren wir. Oh, der riecht richtig schön würzig, zimtig irgendwie. Der wird richtig geil. Also, wer Haferbrei liebt, ich glaube, hier ist Zimt mit drin. Geile Geschichte. Soll die Schokolade sein? Naja, ja, schmeckt schmeck ich durch. Banane, naja. Aber doch im Hintergrund kommt sie mit. Echt lecker. So, stellen wir es mal beiseite. Kommen zu dem anderen Frühstück, nämlich dem Schokomüsli. Das sollte jetzt durchgezogen sein. So, wir haben auf alle Fälle Hafer wieder drin, solche Cornflakes, sage ich mal, Schoki. Wahrscheinlich auch Sonnenblumenkerne. Heiß. Ich mache es immer gerne mit warmem Wasser, damit es wieder auf Porridge wird. Ihr könnt natürlich auch kaltes hier nehmen. Aber bei dem anderen würde ich wirklich warmes nehmen, weil es auch ein Porridge ist. Sehr lecker. Kann ich auch empfehlen. Aber das andere schmeckt mir, finde ich, besser. Hat man direkt einen Vergleich auch zwischen den Herstellern. So, hier haben wir es natürlich nicht, weil es zwei unterschiedliche Mahlzeiten sind. Komplett. Hier haben wir einmal eine Suppe, bzw. einen Eintopf und einmal ein Pastagericht. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Aber der Eintopf ist gut gesagt, ist ziemlich fest. Noch ein bisschen fest. Ja, und die Champignons schmeckt man durch. Cool. Jetzt haben wir ziemlich auch Reisgericht mit Pilzen. Schön würzig. Hat so ein Curry mit drin. Geht so leicht in die indische Richtung. Sehr geil. Stellen wir beiseite. Und dann haben wir noch die Pasta mit Käse. Jetzt auch nochmal umrühren. Okay, so sieht das Ganze aus. Ja, jetzt zieht es schon die Käsefäden. Na, komm raus. Sehr heiß. Aber Käse schmeckt man auf alle Fälle durch. Und ich muss sagen, auch das ist sehr lecker. Auch hier haben wir wieder Pilze mit drin. Das ist das Braune hier. Ein Champignons. Coole Geschichte. So, werde ich dann später aufessen, beziehungsweise wahrscheinlich den Rest morgen. So, jetzt müssen wir ein bisschen beeilen. Mein Kameraakku ist im Strich alle. Und dann haben wir jetzt ja noch mal diese Zahnseide, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob man das Seide nennt. Das ist eher wie so eine, ja, für die Zwischenräume. Aber es sieht einfach formmäßig ein bisschen anders aus, als wie man es kennt. Dann das Bonbon und die Kaugummi lasse ich jetzt mal zu. Das ist, kennt ihr schon, kann ich euch auch wieder bei den anderen Videos mit verlinken, beziehungsweise könnt ihr euch wieder anschauen. Die waren auf alle Fälle sehr, sehr lecker und ich glaube auch so drinnen gefüllt. So, gucken wir uns die Schoki noch an. Das wird dunkle Schokolade sein. Irgendwo hatte ich es schade stehen. 43%. Naja, gut, so ihr Halbbitter.
So sieht's aus. Geile Geschichte. Sehr lecker. So, die essen wir später mit auf. Hier kommen wir zum Fazit des Ganzen. Wie ich schon ein bisschen auch erwartet habe, qualitativ echt hochwertig. Also es hat sich auf alle Fälle gelohnt, das Paket zu öffnen. Die Hauptmahlzeiten sind sehr, sehr lecker. Diese Müsli-Geschichten, dieses Porridge auch. Diese Beilagen, sage ich mal, beziehungsweise diese Snacks, die dazu sind, sind auch genial. Kann man natürlich auch gut nutzen, um unterwegs mal fix was zu essen. Also es ist rundum stimmig für mich. Es gibt hier absolut nichts auszusetzen. Das Einzige, was natürlich ein Problem ist, es ist relativ selten, man bekommt es schwierig ran. Und preislich, tja, ich sage jetzt bewusst keinen Preis, weil es schwankt momentan ziemlich stark. Und das, was ich jetzt vielleicht nenne, ist in ein, zwei Jahren, wenn ihr vielleicht das Video seht, auch nicht mehr aktuell. Von daher nenne ich jetzt keinen Preis. Es wird auf alle Fälle nicht günstig werden. Das kann ich schon jetzt schon sagen. Ansonsten ist es stimmig. Von der Kalorienherzahl passt es auch für 24 Stunden locker. Es passt, wie gesagt, in die kalten Regionen, dass wir hier fast 5000 Kalorien zu uns nehmen können. Von daher, ja, rundum stimmiges Paket. Ihr könnt ja eure Meinung immer gerne in die Kommentare setzen. Lasst immer auch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, um den Kanal weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.